Als Anfang, als Motivation für die Prädikatenlogik erzähle ich Ihnen mal einen Witz und Sie erklären mir den Witz. Und wenn Sie den verstanden haben, dann haben Sie schon das Wesentliche an der Prädikatenlogik verstanden. Drei Mathematiker gehen in eine Kneipe und die Wirtin sagt, na Jungs, wollt ihr alle ein Bier? Und der erste Mathematiker sagt, ich weiß nicht. Und der zweite Mathematiker sagt, ich weiß nicht. Und der dritte sagt, yo. Das war der Witz. Und jetzt erklären Sie mir den. Also, erstmal ist der Witz natürlich, dass in solchen Witzen Mathematiker immer alles ganz wörtlich nehmen. Also, die Wirtin fragt, na Jungs, wollt ihr alle ein Bier? Und darum ist die Antwort, ja, wenn alle ein Bier wollen und nein, wenn nicht alle ein Bier wollen. Der Erste, der antwortet, weiß das aber nicht, weil er nicht weiß, was die anderen wollen. Aber weil der Erste nicht Nein antwortet, ist es klar, dass er selbst ein Bier trinken würde. Denn wenn der erste Mathematiker kein Bier wollte, dann hätte er Nein sagen können. Auf die Frage, wollt ihr alle ein Bier, hätte er mit Sicherheit Nein geantwortet, wenn er gewusst hätte, dass er kein Bier will. So, jetzt ist der Zweite dran. Der ist clever, der weiß schon, der Erste will ein Bier haben. Er weiß auch, dass er ein Bier haben will, aber er kann die Frage nicht beantworten, ob alle ein Bier wollen, weil er noch nicht weiß, ob der Dritte ein Bier haben will. Darum ist das Einzige, was ihm übrig bleibt, die Antwort, ich weiß nicht. Jetzt ist der dritte Mathematiker dran und der sagt, weil der Erste, ich weiß nicht, gesagt hat, will er ein Bier. Und weil der Zweite, ich weiß nicht, gesagt hat, will er auch ein Bier. Und weil ich auch ein Bier will, ist die Antwort ja. Also alle wollen ein Bier. Okay? Das ist eigentlich schon alles, was hinter der Prädikatenlogik steckt. Mehr müssen Sie nicht wissen. Aber wir können noch mal etwas länger drüber reden. Ich habe noch mal ein anderes Beispiel für so eine Schlussweise hingeschrieben. Und zwar habe ich Ihnen da mal hingeschrieben, wenn alle Hamburger Lapskaus mögen, also wenn die Aussage, alle Hamburger mögen Lapskaus, richtig ist, erstens. Und wenn zweitens, wie wir ja wissen, zum Beispiel Helmut Schmidt ein Hamburger ist, dann folgt daraus rein logisch, dass Helmut Schmidt Lapskaus mögen muss, weil ja alle Hamburger Lapskaus mögen. Ja? Das ist so eine typisch logische Denkweise. Das heißt nicht, dass das schlimm stimmen muss. Ich habe nicht behauptet, dass wirklich alle Hamburger Lapskaus mögen. Wahrscheinlich eher nicht. Es gibt relativ viele Hamburger. Aber wenn alle Hamburger Lapskaus mögen, dann mag Helmut Schmidt Lapskaus, weil er ja ein Hamburger ist. Ja? Das Problem an diesem Satz ist, wir können den mit dem, was wir bisher gemacht haben, mit der Aussagenlogik, nicht beschreiben. Wir können den nicht so beschreiben, dass wir diesen logischen Schluss tatsächlich nachbilden können. Das sieht nämlich folgendermaßen aus. Nehmen wir mal Lücke 1, 2, 1 dafür. Huch. Wir haben folgende Sätze gehabt. Alle Hamburger, ich kürze das mal ein bisschen ab, mögen Lapskaus. Das ist der erste Satz. Und der zweite Satz ist, Helmut Schmidt ist ein Hamburger. Und der dritte Satz ist, Helmut Schmidt mag Lapskaus. So. Alle Hamburger mögen Lapskaus. Das wäre jetzt so eine, wenn ich das jetzt aussagenlogisch beschreiben sollte, also mit Mitteln der Aussagenlogik, ich schreibe das mal hier drüber, Aussagenlogik, dann würde ich sagen, das hier ist zum Beispiel mein Satz P. Alle Hamburger mögen Lapskaus. Und das ist mein Satz Q. Helmut Schmidt ist Hamburger. Und das ist mein Satz R. Helmut Schmidt mag Lapskaus. Jetzt habe ich also erstens, alle Hamburger mögen Lapskaus, P. Und zweitens, Helmut Schmidt ist Hamburger, Q. Die beiden Sachen gelten. Und daraus würde ich gerne folgern, dass R gilt. Also ich mache hier mal ein Fragezeichen rüber. Aber das kann ich ja wohl offensichtlich nicht folgern. Also das hier, was hier steht, P und Q, daraus folgt R, das ist manchmal wahr und manchmal nicht wahr. Das hängt davon ab, welche Wahrheitswerte P, Q und R haben. Das würde nur dann eine erlaubte Schlussfolgerung sein, wenn das eine sogenannte Tautologie ist, so wie wir das letzte Woche genannt haben. Also wenn hier unabhängig von den Werten von P, Q und R immer wahr rauskäme. Sie können aber leicht ausprobieren, dass das nicht der Fall ist. Nehmen Sie zum Beispiel P und Q 1 und R 0, dann kommt hier insgesamt 0 raus.
Also, was ich an diesem Beispiel eigentlich nur zeigen will, ist das, was wir bisher gemacht haben, Aussagenlogik, damit kann man eine ganze Reihe von Dingen schon machen. Aber viele typische Schlussweisen des täglichen Lebens kann man damit nicht hinschreiben. Jetzt könnte man sich überlegen, kann ich diese Aussage, alle Hamburger mögen Lapskaus, vielleicht ein bisschen anders darstellen, damit das möglich ist. Und man könnte auf die Idee kommen, das folgendermaßen zu machen. Ich mache die mal rot hier. Alle Hamburger mögen Lapskaus. Das könnte man ja so hinschreiben, dass man sagt, okay, gehen wir mal alle Hamburger durch. Nehmen wir uns mal ein Telefonbuch. Fips Kröger mag Lapskaus. Und Jan Kröger mag Lapskaus. Und Hein Kröger mag Lapskaus. Und dann machen sie immer weiter. Irgendwann zwischendurch taucht dann hier auch auf Helmut Schmidt mag Lapskaus, weil das ja auch ein Hamburger ist. Und weiter, weiter, weiter. Bis sie irgendwann, nach letzter Zählung gibt es glaube ich ungefähr 1,7 Millionen Hamburger, also bis sie hier 1,7 Millionen Formeln stehen haben. Ja? Dann haben sie also hier eine Formel stehen, P1 und P2 und P3 und P4 und bis P 1,7 Millionen. Das ist eine ganz große Formel und natürlich aus dieser Formel folgt natürlich, dass Helmut Schmidt Lapskaus mag. Nur das Ganze ist natürlich ein bisschen unhandlich. Also sie wollen das nicht wirklich hinschreiben und sie wollen auch solche Sachen auch nicht in ihrem Computer haben. Sie wollen nicht irgendwelche Schlussweisen da drin haben, in denen sie tatsächlich, um so eine einfache Tatsache hinschreiben zu müssen, 1,7 Millionen Formeln aufzählen müssen. Oder stellen Sie sich vor, Sie wollen irgendwas aussagen über die Pixel auf Ihrem Computer und müssten für jeden einzelnen Pixel die Aussage hinschreiben. Da kommen Sie auch schnell auf ein paar Millionen Aussagen. Also das funktioniert nicht. Und darum geht man in der Prädikatenlogik anders vor. Man arbeitet nicht mit ganzen Aussagen, sondern man arbeitet mit Bausteinen, aus denen man Aussagen machen kann. Die Dinger nennt man Aussageformen. Ich schreibe erstmal das Wort hin, steht aber auch im Skript. Man arbeitet mit Aussageformen. Aussageformen. Aussageformen sind sowas wie nicht ganz fertige Aussagen. Das sind nämlich Aussagen, bei denen man Teile weggelassen hat und diese Teile hat man durch Platzhalter oder durch sogenannte, wenn man es feiner ausdrücken will, durch sogenannte Individuenvariablen ersetzt hat. Man würde in diesem Fall nicht den Satz alle Hamburger mögen Lapskaus nehmen, sondern man fängt an mit dem Satz x mag Lapskaus. Also in diesem Fall wäre die Aussageform x mag Lapskaus. Das Ding hier wäre das, was wir eine Individuenvariable nennen. Ich habe im Skript stehen, eine Aussageform wird also im Allgemeinen erst durch das Einsetzen passender Werte an den entsprechenden Stellen zur Aussage. Jetzt überlegen Sie sich nochmal, was das mit den Aussagen auf sich hatte. Aussagen waren Sätze, die entweder wahr oder falsch sind. Dieses Ding hier, x mag Lapskaus, ist weder wahr noch falsch. Das wird erst dann wahr oder falsch, wenn wir für x was einsetzen. Ja? Das ist das, was eine Aussageform ausmacht. Wenn ich als Tier zum Beispiel einsetze, Helmut Schmidt mag Lapskaus, dann ist das ein Satz, der entweder wahr oder falsch ist. Ob der wahr oder falsch ist, wissen wir nicht genau, müssten wir ihn fragen. Wahrscheinlich stimmt das aber. Ja, und wir werden jetzt sicherlich auch, wenn wir lange genug suchen, jemanden finden, der nicht Lapskaus mag, wenn wir dessen Namen hier einsetzen, dann ist das ein falscher Satz. Also durch Einsetzen von passenden Werten, ich kann natürlich jetzt hier auch einsetzen, sowas wie Opel Manta oder sowas, und dann steht hier Opel Manta mag Lapskaus, dann ist es ein unsinniger Satz. Also durch Einsetzen von passenden Werten wird aus einer Aussageform eine Aussage. Und je nachdem, was für einen Wert Sie einsetzen, wird es entweder eine wahre Aussage oder eine falsche Aussage. Das ist ein Beispiel für eine Aussageform. Ich sage Ihnen nochmal ein anderes Beispiel für eine Aussageform. X mag Y. Das ist auch eine Aussageform. Die hat
zwei Individuenvariablen. Die hier und die hier. Und das wird, diese Aussageform wird erst dann zu einer Aussage, wenn ich für beide Individuenvariablen was eingesetzt habe. Ja? Also ich kann zum Beispiel für x Charlie und für y Lucy einsetzen, dann steht hier Charlie mag Lucy. Und das ist dann eine wahre Aussage, wenn Charlie Lucy mag. Ich kann aber auch für x Lucy und für y Charlie einsetzen, dann ist es die Aussage Lucy mag Charlie. Das ist eine andere Aussage. Ja? Das sind beides Aussagen. Beide können für sich genommen wahr oder falsch sein. Sie können aber unterschiedliche Wahrheitswerte haben. Beide können wahr sein, beide falsch. Die erste wahr, die zweite falsch und, und. Ja? Ich kann natürlich auch sowas machen, um mal vielleicht eher sowas Mathematisches zu bringen. X ist kleiner als 2 mal x. Da habe ich jetzt wieder zwei Individuumvariablen, nämlich hier und hier. Nur ist das zweimal dieselbe. Und natürlich ist damit gemeint, das, was Sie auch schon in anderen Zusammenhängen bei Variablen kennen, wenn ich hier was für x einsetze, muss ich natürlich hier dasselbe einsetzen. Das ist, glaube ich, völlig, das sollte uns allen klar sein. Wenn ich also in dieser Aussageform für x zum Beispiel den Wert 7 einsetze, dann steht hier 7 ist kleiner als 2 mal 7. Also wenn ich das ausrechne, steht hier 7 ist kleiner als 14, ist eine wahre Aussage. Wenn ich hierfür, ja, kann ich hier auch was einsetzen, dass es keine wahre Aussage wird, oder ist das immer wahr, ja? Wenn ich hier zum Beispiel 0 einsetze, genau, dann ist es falsch. Dann steht hier 0 ist kleiner als 0, ist eine falsche Aussage, ja? Oder negative Zahlen, wenn ich hier minus 2 einsetze, steht hier minus 2 ist kleiner als minus 4, ist auch eine falsche Aussage. Letztes Beispiel, das ist so ähnlich wie das, was wir eben schon mal hatten, dass Mathematiker auch die Grenzfälle immer mitmeinen. Da muss man halt manchmal so ein bisschen genauer lesen. Ich habe Ihnen das als Fußnote hingeschrieben. Der folgende Satz, sagen wir mal, heute ist Sonntag. Das ist eine Aussageform. Jetzt werden Sie sagen, wieso, wo ist denn da die Individuumvariable? Und da ist die Antwort, naja, da sind halt null Individuumvariablen drin. Also die Definition ist, wir haben etwas, in dem Individuenvariablen sind, und wenn man diese Individuenvariablen ersetzt, kommt eine Aussage raus, und da ist nicht ausgeschlossen, dass es auch gar keine Individuenvariablen sind. Darum würden wir das hier auch als Aussageform betrachten. Die ist sozusagen schon fertig. Das ist der Grenzfall. Eine Aussageform kann null Individuenvariablen haben, eine, zwei, drei, was immer Sie wollen. Und wir würden das dann normalerweise, wenn wir damit zu tun haben, abkürzen, und im Allgemeinen schreibt man diese Abkürzungen so hin, dass man an den Abkürzungen die Individuenvariablen erkennt. Wie meine ich das? Wir wollen dann ja nicht in Zukunft immer x mag Lapskaus schreiben, wenn man da so viel schreiben muss. Wir würden zum Beispiel hierfür sowas schreiben wie lx. Ja? Damit ist gemeint, das ist eine Abkürzung für x mag Lapskaus. Und der Satz Helmut Schmidt mag Lapskaus, den würden wir dann so schreiben. L Helmut Schmidt. Das bedeutet, an der Stelle x wird der Wert Helmut Schmidt eingesetzt. So wie Sie das auch kennen, bei Funktionen wird irgendwas eingesetzt oder wie auch immer. Und dieses Ding hier, die Aussage x mag y, die würden wir dann natürlich schreiben in der Form mxy. Also man muss an der Schreibweise dann schon erkennen können, wie viele Variablen da vorkommen. Und wenn ich jetzt aussagen will, Charlie mag Lucy, dann würde ich schreiben Charlie, Lucy. Und ich kann natürlich auch zum Ausdruck bringen, dass Charlie in erster Linie sich selbst mag. Dann würde ich schreiben Charlie, Charlie. Dann würde ich für x und y jeweils den Wert Charlie einsetzen. Ja. Und hierfür gibt es ja schon eine Abkürzung. Also hier, häufig ist es in mathematischen Aussagen so, dass es dafür schon eine kurze Schreibweise gibt. Hierfür könnte ich ja einfach schreiben, x ist kleiner als 2 mal x. Ja. Hier ist eigentlich nur wichtig, dass Sie, wenn Sie sowas sehen, dass das ja nichts anderes ist als eine Aussageform.
Prinzip jede mathematische Gleichung oder Ungleichung, die Sie hinschreiben können, in der Variablen vorkommen, ist in unserem logischen Sinne eine Aussageform, die dadurch wahr wird oder falsch wird, dass Sie die entsprechenden Werte einsetzen. Na gut, und hierfür könnte man dann auch was hinschreiben, das haben wir ja eh schon gemacht, hierfür würden wir dann sowas nehmen wie A oder P oder sowas. Das sind Aussageformen. Ja? Und ich glaube, das war jetzt eigentlich für Lücke 122 gedacht, was ich hier geschrieben habe, aber eigentlich ist es ja auch egal, was jetzt in welcher Lücke steht.